Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Borderlands, the Pre-Sequel, genau. Und, oh, hier gibt's Asteroiden? Oh, 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 oh. Nicht schlecht. Mal aufnehmen hier. Mondstein, Mondstein ist immer gut. Und Geld auch, natürlich. Wir sollten aber jetzt wieder die Mission starten, die hier in dem Gebiet ist. Damit wir nicht irgendwie, wenn wir dran vorbeifahren oder so, dass wir dann kein Problem kriegen. Kriegen vor allen Dingen. Kriegen. Weil hier gibt's zwei zu den Waffen auch noch. Er schießt nicht die Boten zu den Waffen. Die Zeit wird kommen, wenn die Warlords und kleinen Könige und Königinnen mit Schüssen aus diesem Land vertrieben werden. Die Volksbefreiungsarmee ist die Gewitterwolke am Horizont. Bring uns Knarren, Knarren, Knarren. Mit Knarren bringen wir den Gewitterblitz. Bring sie zu unserem geheimen Übergabeort in Concordia. Bring genug und du kriegst eine Belohnung. Warte, Concordia? Ist das nicht hier? Hier spende Waffen gewöhnlicher Art. Ist das, das ist doch keine Schnellreisestation, oder? Das ist nicht Concordia. Aber dafür muss ich erstmal Waffen haben. Gibt's hier keinen Waffenautomat in der Nähe? Volle kaufen von denen. Mit dir in unseren Reihen, der du uns rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten Mut schöpfen. Gegenstände, du hast ein oder mehrere Gegenstände in Waffenklappe. Wenn du sie den Rebellen stiftest, sind sie für dich endgültig verloren. Bist du sicher, dass du den Gegenstand spenden willst? Ja. Yay, 1 von 50, toll. Da muss ich echt so oft fahren. Mal kurz einen Automaten auf der Karte markieren. Automat, 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 da. Perfekt. Das ist da, wo wir herkommen, na super. Muss wieder zurück. Wie viel Geld und so hier rumliegt, ne? Liegt auch noch Mondstein rum? Ja, Mondstein wäre noch was Produktives gewesen, aber das Zeug, ne, brauchen wir nicht unbedingt. Automat, Automat, Automat. Einfach komplett leer kaufen. Wir haben's ja. Ne, das war nicht der hier. Kaufen, kaufen, kaufen. Ah, das sind alles nur Raketenwerfer, das gibt's doch nicht. Die sind alle so teuer. Ja, den grünen kaufe ich jetzt natürlich nicht für die, aber das Tagesangebot kaufe ich. Warte mal, die Waffe ist aber sogar besser als meine, die ich jetzt drin habe. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Feuerrate aber nicht so hoch. Mal gucken, einmal ausprobieren. Oh, die ist so ungenau. Die ist so ungenau. Nie im Leben. Okay, mehr Waffen kriege ich da jetzt nicht her. Was stellen die sich denn vor? Muss ich also immer mal wieder, wenn ich weiße Waffen habe, hier hinkommen. Da liegen noch ein paar Weißwaffen, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, das ist ganz viel Weißes auf jeden Fall, aber das ist alles Munition, glaube ich, eher. Wir gucken jetzt einfach mal durch. Hier liegen 100% noch ein paar Waffen, aber Munition, Munition, Munition. Geld. Munition, alles nur Munition. Geld. Komm, Geld. Das ist ein bisschen blöd gemacht, dass man jetzt einfach 50 Waffen sammeln muss, oder was? Waffe, 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 komm. Gib mir die doch. Ja, das ist Rang 25, okay. Da ist nur noch Munition, gut. Dann gehen wir zurück zum Auto. Gib noch das Geld da eben auf. Sieht sonst echt nicht nach Waffen aus. Gehen auch Schilde. Wäre natürlich praktisch, wenn es auch Schilde geben würde, aber ich glaube, das gehen nur Waffen. Ist ja voll falsch. Da fliege ich total richtig. Ha, lol. Nein. Die haben wir ja gerade alle schon besiegt. Ist ja kein Ding gewesen. Oh, hepp. Komm, wir haben ja noch weiße Waffen jetzt im Inventar.
Das kannst du haben, das kannst du haben, das... Oh, okay. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Das und das. Und auswählen. Ja. Bitteschön, dankeschön. 7 Stück von 50. 7 von 50 einfach. Badass. Und noch eine weiße Waffe, oder? Weiß, 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 weiß. Ist die weiß? Nein, die ist grün. Könnt ihr mal ausprobieren, ob es auch mit der grünen Waffe geht? Weil da steht ja von gewöhnlicher Qualität. Aber für mich ist es grün. Für mich ist grün gewöhnlich. Ist Definitionssache, ne? Ne, haben wir nicht. Gibt's nicht. Funktioniert nicht. Schade. Schieß mich denn da schnell ab. Oh nein, keine gute Idee mit der Granate. Weg, 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 weg. Jetzt explodiert einfach nur noch alles. Mein Bike wäre fast dadurch draufgegangen. Ah, es qualmt nur ein bisschen. Ja, okay, das müssen wir dann ein bisschen immer wieder mal machen. Geh doch weg. 43 Leben bringt er uns. Was ist das denn? Hier oben gibt es auf jeden Fall wieder eine neue Mission. Ja, kommt doch mal klar. Nicht mein Motorrad. Mich könnt ihr gerne abschießen, aber nicht mein Motorrad. Einfach nicht zielen, sondern einfach nur ballern. So wie sonst auch immer. Zack, ja, optimal. Geld, Geld. Was ist denn da unten noch? Waren wir da unten schon mal? Ja klar, da können wir von da rüber springen. Ja, genau, genau, genau. Das war ja storygebunden sogar. Da jetzt hoch. Was haben wir denn hier oben Schönes? Erstmal ein bisschen... Weggezappt, 1.0. Was ist denn das für eine mörderische Waffenprototyp? 600 EP. Ernsthaft? Sieht aus wie eine von diesen irren Laserwaffen. Probieren wir sie mal aus. Die Skeffs hier in der Gegend plündern mir letzter Zeit zu viel. Mal sehen, was sie zu der Kanone hier sagen. Okay, das sind, glaube ich, Ausgänge der Karte. Nee, nee, sind sie nicht? Okay. Machen wir das dann nochmal. Dann können wir das ja ruhig machen. Da hinten. Oh, nee, 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 das funktioniert nicht. Jeha. Autsch, autsch, komm. Ich weiß, eine war, wir sind gerade an einer vorbeigefahren, aber ich will erstmal zu der hier hinten. Hier ist nämlich cooler. Ich mag hier das hier hin. Da liegt irgendwas Grünes. Aber Grünen mögen die ja nicht, ne? Und das ist Mondstein. Ja, die Kugeln einfach instant drauf sind, aber man einfach nicht wirklich auf die Leute zielt, aber trotzdem Kugeln drauf sind. Oh, lol, der hat eine blaue Assault fallen lassen. Nice. One-Shot. Geschütz, weckt mich nicht auf. Ah, und? Zack, down. Kein Ding? Schande! Ich bin so blöd, ne? Wir haben doch extra eine Waffe von der gekriegt und die müssen wir einsetzen. Oh nein, war das blöd. Man sollte die Mission auch mal lesen. Ich dachte, jetzt müsste ich einfach nur Scarfs töten. Das war auch einfach nur das... Aha, Schätze. Hoffentlich reicht das jetzt. Einfach nur Areale, wo die spawnen, die Typen. Guck mal, hier spawnen jetzt neue. Weil wir hier ja auch schon aufgeräumt haben, ein paar Mal. Ne, ich spawn natürlich... Doch, ich spawn neue. Sehr schön. Eins von 15 haben wir schon. Zwei von 15. Jetzt, wenn wir ihn so richtig eine vor den Latz ballern, ein paar Skeffs abfackeln und hier ein bisschen aufräumen. Aber denk daran, das musst du in einer Sauerstoffratte nicht schlecht. Man kann Laser zwar auch im Vakuum abfeuern, aber in einer Atmosphäre sind sie viel effektiver, weil die Ziele dann brennen. Dafür braucht man Sauerstoff. Logisch, oder? Weiter so. Sind die Skeffs an. Hier ist Sauerstoff drin, ne? Hier kann ich die anzünden. Jawohl. Laser feuern am besten, wenn es eine Atmosphäre gibt. Ja, kommt hier hoch, bitte. Los.
Geh hoch, ich bin hier oben. Komm zu mir. Ich will, dass Willi die extra EP haben eigentlich. Obwohl, komm, die extra EP sind eh nicht so viel. Warten wir viel zu lange für. Leute, das ging auch. Das ging alles. Indem du die Mondscaps erledigst, machst du das Universum zu einem besseren Ort. Ich soll nochmal schön hier nochmal alles aufsammeln. Hinter mir ist noch ein Gegner. Na, interessiert wen? Da. Aber den kann ich hier reinlocken. Ich sehe Sauerstoff. Mann, der sollte hier instant immer brennen. Ich komm's hier nicht. Kannst mich nicht abschießen von da. Ach komm, ey. Ist doch viel zu lange. Zack, zack. Und komischerweise konnten wir die ja hier unten gerade auch anzünden. Ach ja, weil sie hier drin war, in dieser Blase. Okay, shit, das hätte ich früher merken sollen. Auto, da bist du. Mondstein. Wir haben ja noch da hinten noch eine Möglichkeit. Hoffe ich einfach mal, dass wir da auch noch was machen können. Sieht aber ganz gut aus. Ja, das ist easy. Ach, das ist sogar hier. Nee. Doch? Nee, doch. Doch, nee. Nee, doch. Wieso können wir hier gleich eine andere Mission annehmen, bevor wir hier wegfahren? Aber das ist hier oben. Ja, ja, genau, das ist hier oben, würde ich gerade sagen. Hier können wir auch noch was machen. Wir haben kein CO2, leider. Doch, da haben wir CO2. Jawohl, der hat gebrannt, sehr schön. Komm zu mir, los. Ich loote so lange. Ich hab kein Problem mit. Komm, brenne, brenne. Jawohl. Das ging mir echt schwer auf den Sack und diese Waffe wirkt Wunder gegen sie. Außer gegen die nicht brennbaren Teile. Ich wollte schon immer mal an einer Laserwaffe rumbasteln. Bring sie her und ich schau mal, was sich machen lässt. Kannst gleich was lernen dabei. Ich kann was lernen? Glaube ich nicht. Dann machen wir den hier. Bevor wir hier am Ende noch kapieren. Ah, ein paar XP kann man hier immer noch abgreifen. Es gibt immer noch 200 EP pro Nase. Das ist nicht schlecht. Nicht irgendwie nur so ein EP oder so. Das ist ja normalerweise, kriegt man immer so ein EP. Hier unten. Ein bisschen Geld aufsammeln, hier unten. Und hier haben wir die nächste Mission. Willst du ein Rennen? Dann bin ich dein... Wer bist du? Willst du meinen Rekord brechen, was? Fehlglück. Das war sarkastisch gemeint. Das Wort solltest du mal nachschlagen. Es gibt keinen besseren Pop-Rennfahrer als ein Loonstalker. Dir läuft Rotz aus der Nase, Kleiner. Na und? Ich bin der beste Buster. Besorg dir doch einen Moonbuggy und beweis mir das Gegenteil. Okay. 1,30 in der Mondbuggy-Strecke. Diese Mission machen wir noch. Mondbuggy, Fahrzeug teleportieren. Diese kleine Rotznase gefunden, was? Würde mich freuen, wenn du den Boden mit ihm wischen würdest. Es würde jeden freuen, der ihn kennt. Fahr zur Startlinie und dann zeig, was du kannst. Der Countdown beginnt, sobald du an der Startlinie stehst. Gib Vollgas, wenn die Lichter angehen. Schlage die Rundenzeit des Jungen und lass ihn dann in Staub fressen. Puh, lahm. Du schlägst den Loonstalker nicht. Hör zu, wenn du ihn gleich beim ersten Versuch schlägst, hast du noch mehr gut bei mir. Zeig dem süßen Racker, wer der Boss ist. Okay. Direkt beim ersten Versuch, sagst du? Das wird aber schwierig. Countdown wird eingeleitet. 5, 4, 3, 2, 2,5, 1 Viertel und 1, los! Mann, ich höre meine Haare wachsen, bis du mal losfährst. Countdown wird eingeleitet. Mann, ich höre meine Haare wachsen, bis du mal los... Countdown wird eingeleitet. 5... Ist denn ernst, ey? 2 und... 1, los! Und Start! Da durch die Dinger sind wahrscheinlich durch, ne? Jawohl. Wo ist das nächste? Da hinten irgendwo. Ah, da. Ich spüre, wie meine irren Skills in meinen Adern pulsieren.
Was ist, wenn ich so gut bin, dass ich explodiere? Shit, das war ein bisschen blöd gefahren. Aber ich schaff das. Hoffnung. Hey, Springs! Hat dein Fahrer vergessen, welches Pedal er treten muss? Los jetzt! Zeig dem Kleinen, was Sache ist! Wo muss ich denn her? Da! Hätte man früher auch anzeigen können. Ja, super, jetzt bin ich festgefahren. Schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Das kann ich jetzt eh vergessen, glaube ich. Hoffe ich zwar nicht, aber wird eh so sein. Das ist ein bisschen blöd, das ist ein bisschen blöd angezeigt. Das ist, ich hasse sowieso Fahren in Borderlands. Oh, mich hält's kaum noch in meinem Schalensitz. Komm. Ja, was ist das denn bitte? Dann werde ich irgendwie weggedrückt, oder was? Ja, ich sterbe jetzt eh. Ne, ich sterbe nicht. Okay. Ich habe jetzt schon 2 Fehler gebaut, die man eh nicht mehr verbessern kann. Ich habe jetzt ernsthaft... Nice. Wir haben es einfach geschafft, obwohl wir 2 Fehler gebaut haben. Ich sag mal, das Torch-Rennen in dem Torch-Schild-Tipp bei Borderlands 2 war viel, viel komplizierter. Dad, eine Hammerartige... Ich reiß dir die Gedärme raus und lass den kleinen Nappikins sein Zimmer damit dekorieren. Okay. Ja. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Achtung, Loonstalker Senior ist auf einmal da. Ich hab ihn getötet. Easy going, weil ich mich ihn getötet. Okay. Aber damit sage ich danke fürs Zuschauen. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Borderlands 2, The Pre-Sequel, Nebenquests. Die sind nämlich mal richtig, richtig geil, finde ich jetzt. Bis jetzt, ohne Scheiß. Ich finde die sogar, nicht unbedingt besser als die Story-Quests bis jetzt, aber ich fand sie bis jetzt echt Bombe. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Lasst kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein.